Luigi's Mansion 2. Und damit, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Pünktlich zu Halloween war das hier geplant, kommt hoffentlich auch raus. Ich bin nach wie vor etwas erkältet, wie ihr vielleicht in den ein oder anderen Video von mir schon gehört habt. Deswegen entschuldigt bitte, falls man das ein bisschen zu stark hört, aber ich wollte es halt pünktlich zu Halloween bringen. Und damit starten wir jetzt hier auch in Luigi's Mansion 2. Den ersten Teil haben wir ja bereits Let's Played. Und auch den zweiten nehmen wir uns vor. Und das machen wir natürlich in einer neuen Datei. Los geht's. Luigi's Mansion 2. Und auch bekannt unter dem Namen Dark Moon. Luigi! Ich brauche deine Hilfe, wir haben einen Notfall! Die Geister spielen verrückt! Sitzt du beim Fernsehen immer auf dem Boden? Ich hole dich schnell zu mir. Lass mich den Voxyporter starten. Nicht bewegen, ja? Oh, der Abflug! Wir werden Voxel portiert. Da bist du ja, Luigi. Da sieht man sich wieder. Du siehst etwas nervös aus, geradezu verschreckt. Keine Angst, hier in meinem Unterschlupf kann es keinen Geist etwas anhaben. Ach, ist das schon lange her. Alles klar bei dir. Du gehst sicher immer noch mit deinem verwegenen Bruder auf jeden Abend, ist was? Ich hingegen befasse mich nach wie vor mit allerlei Spuk und Schreck und Geistereien. Dank unseres Abenteuers damals bin ich glatt zu einer Koryphäe auf dem Gebiet geworden. Doch genug geplaudert. Ich habe dich nämlich nicht zum Spaß zu mir eingeladen. Sieh mal, da auf dem Bildschirm, das ist mein... Das, mein Lieber, ist der sogenannte Finstermond. Diese rätselhafte Aura lässt alle Geister in Nachtschattental zahm und friedlich werden. Natürlich war ich sofort hin und weg und auf und davon, um dieses kuriose Phänomen zu studieren. Und meine Forschung verlief glänzend. Ich sah mich schon überhaupt mit Preisen, doch plötzlich drehten die Geister völlig durch. Sie fuhren geradezu aus dem Laken, ungefragt. Das war ein Schreck, sage ich dir. Du musst aus der Gruselvilla hierher fliehen. Oder ich musste aus der Gruselvilla hierher fliehen, um mich zu retten. Das hier ist nämlich sowas wie ein kleiner Behilfslabor von mir für Notfälle, weißt du? Auf jeden Fall habe ich mich nun hier eingerichtet und bin schon kräftig am Forschen. Und Potzdonner, weißt du was? Der Finstermond, der spurlos von Himmel verschwunden. Und zu einem Überfluss ist das ganze Nachtschattental nun in dichten Nebel gehüllt.
Laut meiner Messung ist das Verschwinden des Finsterbodens der Grund des Schlamassels. Wenn die uns nicht spurten, dann verlassen die Geister doch das Tal und spucken irgendwo anders rum. Was will denn dann aus meiner Forschung? Nein, 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 das darf nicht passieren. Stimmt, Luigi? Doch, zum Glück weißt du schon genau, wo wir anfangen müssen. Warte, ich zeig's dir. Dies, mein Bester, ist ein Stück des Finsterbodens. Famos, oder? Na, abgesehen von der Tatsache, dass der Finsterboden zersprungen ist, meine ich. Siehst du die unheimliche Energie, die um es herum leuchtet und knistert? Diese Energie lässt sich die geisterbezähmende Aura des Mondes erlöschen. Daher habe ich sogleich eine topmoderne, hochentwickelte Reinigungsmaschine erbaut. Und zur Feier deiner Ankunft werde ich sie nun einweihen, dann werde ich darum drücken. Hättest du also nicht vorher schon testen können, ja? Na, läuft doch. Dann brauchst du unsere Hilfe nicht, dann können wir wieder gehen. Viel Spaß noch. Oder? Es ist vollbracht, Luigi. Das Mondfragment hat seine ursprüngliche Kraft wieder. Nanu, hast du gerade was für ein geisterliches Wabern und Wein vernommen? Hm. Oh, aha. Phänomenal, denn ich den Nebel um meinen Unterschlupf ist spurlos verschwunden. Schnell, schauen wir uns mal die Karten des Nachtschattenteils an. Wunderbar, nun sollten wir die Gruselvilla erreichen können. Wenn wir den Finstermond also wieder zusammenfügen, sind alle unsere Probleme gelöst. Dann wird sich nicht nur der Nebel im ganzen Tal lichten, auch die Geister werden wieder freundlich. Aber, ach, bis dahin musst du sie leider vorerst aus dem Verkehr ziehen. Jawohl, Luigi, du. So gut wie du kennt sich nämlich keiner mit dem Geisterjagen aus. Zumindest keiner, den ich kenne. Die Sache ist nicht ungefährlich. Ich würde sie ziemlich riskant und völlig kopflos ansiedeln. Aber du wirst deinem alten Freund doch keinen Wunsch umschlagen, oder? Bitte ihn wieder bei den Geisterboot zusammenzufügen. Du hast ja eine Zeit wegen. Die Gruselvilla also. Kapitel A1, Schreckweg 0915. In der Luigi's Mansion 1 gab es Schreckweg 0815. Naja, um den Finstermond wieder zusammenzufügen, benötigen wir eine Erfindung von mir. Ich ließ sie bei meiner eiligen Aufbruch in der Villa zurück. Dann mal los. Na, na, na. Wer will denn gleich vor ein paar müden Geister bibbern? Nun, ich gebe ja zu, es sind eher Hunderte statt nur ein paar und wohl auch mehr Rüde als müde. Aber wir schaffen das schon. Mein Grips und die Sache wird wohl nicht so einfach wie erwartet. Aber es hilft nichts. Der Winzermond muss wieder leuchten. Und das schaffen wir nur mit der richtigen Ausrüstung. Na, dann findet sich mein neuer Schreckweg 0915 noch in der Gruselvilla. Aber nun, da sich der vermaledeite Nebel verzogen hat, kannst du ihn dir sicher einfach dort schnappen. Oh. Voilà, elegant, oder? Dieses von mir persönlich erdachte DS-System hilft dir dabei, dich in der Gruselvilla zurechtzufinden. Und mehr noch, es fungiert sogar als Fernsprecheinrichtung. So bleiben wir in Kontakt. Und weil wir dort nicht gerade die Mittagssonne scheint, nimm lieber diese Taschenlampe mit. Okidoki. Fein, fein, fein. Dann sollten wir das System mal ausprobieren. Ja, schön. Das hören wir uns mal anhören. Sehr cooler Soundtrack. Tja, lieber Professor Igitt, wie du wahrscheinlich im Deutschen heißen sollst. Ich habe das zwar immer Igitt genannt, aber natürlich ist Igitt sinnvoller, weil, naja, das hat natürlich eine, ja, ihr wisst schon, Zweideutigkeit und so. Solltest du auf jeden Fall einen uncooleren Klingelton ausdenken, ansonsten geht nämlich niemand an deine Telefonate ran, mein Freund. Wir müssen uns jetzt aber tun, sonst werden wir ja nicht mehr. Gut, nun kommt die Karte. Ich markiere dir auch gleich mal einen Raum darauf. Hier siehst du die Garage. Genau dort solltest du den Schreckweg 0915 finden. Alles Paletti, mein Lieber. Alle Klarheiten seid ich. Dann transportiere ich dich jetzt zur Gruselvilla mit meinem niegenagelneuen Voxelporter. Damit gelangst du überall hin und zwar in handlichen Bitblöckchen. Voxel für Voxel, so genannt. Sozusagen. Hoffentlich verwuchsel ich mich diesmal nicht. Dann mal deine Kappe fest. Halt dann mal deine Kappe fest. Mit beiden Händen, wenn ich bitten darf.
klappt es. Und sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Es klappt. Oh, here I go. Wow. Oh, wow. Das ist ein unfassbar atmosphärischer Beginn. Oh, boy. Hm? Ich suche die Garage. Als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe und diesen Starter gesehen habe, war ich sowas von überwältigt von dem Ding. Es ist ja nicht von der Nintendo Studio direkt entwickelt, sondern von Drittentwicklern quasi, die nur von Nintendo in Auftrag gegeben. Und das hat mich sowas von krass überzeugt. Wir sind sogar von Level 5, ich weiß es gar nicht genau. Huh? Oh. Yellow? Ich verstehe immer Yellow statt Hello, aber ist egal. Luigi, bitte komm, Luigi, hörst du mich? Etwas schärfer stellen, etwas weiter weg. Ja, jetzt sehe ich dich. Ich fürchte schon, dass der Akku deines DS-Systems ein Schwächen. Aber wenn man die Tätigkeit runterdreht, geht es ein wenig besser. Advanced ist dann das eigene Gerät. Aber was ist denn mit dir? Hast du etwa Angst? Schnickschnack, zackhaftes Herumschleichen bringt uns nicht weiter. Drücke beim Bewegen B, um zu rennen und jetzt ab im Sauseschritt, ja? Alles klar, Atmosphäre dahin, wir rennen ab jetzt. So, also leider können wir noch nicht viel tun, da wir bislang nichts haben außer eine Taschenlampe. Also sollten wir versuchen, so schnell wie möglich den Schreck weg 0915 zu bekommen. Aber hier kommen wir scheinbar nicht rein. Aber sehe ich da nicht ein offenes Fenster? An den Anfang kann ich mich noch relativ gut erinnern. An alles, was danach kommt, so gut wie gar nicht mehr. Oh oh. Okay. Da müssen wir also hin. Ist das die Garage? Wir kommen scheinbar nicht durchs Fenster rein. Es ist ein bisschen irgendwie. Einen Schlüssel bekommen. Ich weiß gar nicht, wo wir den herbekommen könnten. Vielleicht weiß die Maus, wo wir den Schlüssel herbekommen. Hallo Maus, kannst du mir sagen, wo man Schlüssel hierher bekommt? Wäre ganz hilfreich. Aha, sehr schön. So, kannst du dich verziehen? Wir wollen in die Villa hinein. Obwohl ich erkältet bin, man das sicherlich total hört, ist mir vollkommen egal. Wir gehen rein. Und schauen uns mal die Gruselvilla von innen an. Hallo? Wow! Oh. Oh. Okay, nochmal Steuerung gucken. So kann man nach unten schauen, so kann man nach oben schauen. Oh. Das sieht total falsch aus. Und wir gehen am besten mal weg, bevor wir hier noch mehr komische Gesten machen. Okay. An dem Ding haben die Leute rumgespielt. Dann schauen wir mal, was dort ist. Und das scheint er doch zu sein. Der Schreck weg. 0915. Durchsuche die Garage, abgeschlossen. Oh. Yellow. Superb. Das hast du ja richtig gut gemacht, Luigi. Dies ist der neue Dreck weg 0915. Ist auch stärker denn je. Und kinderleicht zu bedienen. Halte einfach eher, um zu saugen. Bevor du die Geister das fürchten lässt, probier ihn doch erstmal aus. In der Garage liegt sicherlich allerlei Unrat und Kehricht. Der ideale Feldversuch. Ja. Alles klar, bevor wir auf Geisterjagd gehen, werden wir erstmal Kartons aussaugen. In dem nichts drin ist. Aber wir können uns hier was holen. Zum Beispiel einen Schlüssel. Aber wie auch im ersten Teil, auch wenn jetzt nicht mehr ganz so wichtig, gibt es hier, wie ihr da oben schon seht, eine ganze Menge Geld einzusammeln. Hallo. Na, wie läuft's mit dem Schreck weg 0915, Luigi? Triss dich nicht wahr? Geisterjagen ist damit ein Riesenspaß. Ich verspreche es dir. Eigentlich solltest du ja ein paar in der Nähe sein. Sieh dich doch ein wenig um, ja? Also im ersten Teil war es ja so, je mehr Gold man am Ende des Spiels hatte, umso besser war sein Rang quasi zum Abschließen des Spiels. Hier
hier ist das Geld eher dafür da, um Upgrades freizuschalten. Das stand ja im Hauptmenü, als wir das Spiel gestartet haben, schon. 2000 Geld. Ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Währung gibt hier. Auf jeden Fall 2000 Geld insgesamt zum nächsten Upgrade. Und das ist auch das Einzige, was man hiermit anfangen kann, soweit ich mich erinnern kann. Außerdem, ja, die Anzahl der verlorenen Herzen, die Zeit, die man in einem Level ist und das Geld, was man in einem Level gesammelt hat, all das spielt quasi auch zur Bewertung am Ende eines Levelabschnitts quasi bei. Da kriegt man immer so eine Bewertung zwischen einem Stern, zwei Sterne und drei Sterne, glaube ich. Und das spielt dann, glaube ich, auch eine kleine Rolle mit. Deswegen holen wir uns hier mal ein klein bisschen Geld noch ab. So. Und die Fake-Tür können wir auch mal mitnehmen. Schauen wir uns die noch mal ein bisschen um. Wunderbar, da draußen sind wir schon was rumgeistern. Aber was das ist, das schauen wir uns gleich noch an. Erstmal möchte ich hier das Geld nehmen. Und eine Sache, für die ich damals tatsächlich, als ich das allererste Mal dieses Spiel gestartet habe, Ewigkeiten gebraucht habe und es einfach nicht bekommen habe und einfach keine Ahnung hatte, dass es da ist, nämlich das. Und den braucht man gleich. Und das erste Mal, als ich dieses Spiel gestartet habe, habe ich so ewig gesessen, bis ich dieses Drecksding gefunden habe. Zum Glück weiß ich das jetzt besser. So, aber mehr können wir, glaube ich, nicht tun, außer uns mal kurz anzuschauen, was da draußen so los ist. Ein Geisterhundi! Und der hat etwas, was noch wichtig wird, denn das sind die Collectibles dieses Spiels. In jeder Villa gibt es eine bestimmte Anzahl von diesen Juwelen zu finden. Und ja, die fungieren so ein bisschen in der Art wie Starcoins, nur dass es halt nicht pro Level immer drei gibt, sondern halt immer unterschiedlich. Sind halt immer mit Rätseln oder so oder immer an, ja, schwierigeren Orten versteckt. Ich habe bis heute keine Ahnung, wofür das hier gut ist. Oder ich habe es vergessen, ich weiß es nicht mehr. Diese komischen goldenen Knochen, was die bringen, habe ich keine Ahnung. Vielleicht wird es jetzt erklärt. Oh. Hello? Na nun, du hast ja einen ganz besonderen Fund gemacht, Luigi. Wenn du fleißig nach Geld und Gold suchst, solltest du solche Knöchlein rasch entdecken. Mein Gespür sagt mir, dass sie dir einmal sehr nützlich werden können. Aber wer weiß, wo ich das sowas hinspüre. Abwarten und Tee trinken, ja. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wofür die da sind. Keine Ahnung. Vielleicht klärt sich das irgendwie nochmal. Bei den Juwelen weiß ich auf jeden Fall Collectibles, aber diese Knochen, die kann man jedes Mal wieder einsammeln, wenn man das Level geht. Ich weiß aber nicht, wofür. Also hier muss man sich beeilen, denn diese Viecher sind mies und schlagen allen sonst Herzen weg. Und hier braucht man den zweiten Schlüssel für und wie gesagt, spätestens hier war für mich immer Schluss. Das ist immer Schluss. Also da habe ich jetzt, keine Ahnung, jetzt erstmal gespielt, habe bestimmt eine halbe Stunde rumgesucht, bis ich diesen blöden Schlüssel da oben entdeckt habe. Aber das hier würde ich gerne noch mitnehmen. Wenn, dann nehmen wir auch ordentlich Kohle mit hier. Wir haben schon über 300 gesammelt. Fängt ja schon mal ganz gut an. So. Aber diese Geister scheinen noch was Wichtiges zu haben. Dieses komische Lämpchen, was sie da hatten, das brauchen wir noch, um hier vernünftig loslegen zu können. Und da oben haben sie es versteckt. Ihr wisst aber nicht, jetzt will ich zusehen, was? Vollidioten. So, weg damit. Ja, würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Wenn uns nicht dauernd jemand anrufen würde. Luigi, siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Das ist ein Türschloss. Aktivier es einfach, indem du es mit dem Strob... Alle Wetter, dann schreck weg. 0915 fehlt dir der Strobo-Blitz. So kriegst du die Türen nie und immer auf.
Der Stromoblitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben ihn sicher versteckt. Er kann nicht weit weg sein. Sorry, ich wollte ihn gerade holen, wenn du mich nicht angerufen hättest. Wir wären schon längst fertig mit der Kacke hier. So, hier können wir auch mal kurz reingucken. Und sehen, zusätzlich zu diesem nicht so sehr friedlich aussehenden Fisch, auch das da oben glitzern. Ein weiteres Juwelenstück, aber leider kommen wir bislang noch an niemanden ran. Wird sich aber gleich ändern, so viel kann ich euch verraten. Und wir lassen als erstes dieses schöne Strohblitzchen hier runter. Holen uns das dann auch gleich direkt mal. Ja. Hoho. Ja. Oh. Haha. Oh yeah! Und haben den Stromblitz und schon kommen wir zu einem neuen Feature von Luigi's Mansion 2. Was im ersten Teil nicht gab. Jetzt müsste man. Gab's das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, im ersten Teil muss man die einfach mit der Taschenlampe anleuchten, dann konnte man die wegsaugen. Hier muss man die quasi richtig anflashen. Hola, mein Lieber, Vorsicht mit der Blitzerei. Der Stromblitz ist kein Spielzeug, sondern eine unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren daran öffnen. Du musst nur ziehen und kurz A gedrückt halten. Versuch es gleich mal in der Tür rechts. Nein. Versuchen es da oben. Denn ich will Money. Ja. Aber. Und wir haben so ein Blitzdingschen hier auch schon an einer anderen Stelle gesehen. Und dort werden wir hingehen. Denn dort gab es ja etwas, was wir unbedingt haben wollten, nicht wahr? Jetzt haben wir ja beim Hühnchen zugesehen, dann können wir uns nämlich... Verschwunden. Oh Gott, Luigi ist ein Geist! Da ist er wieder. Blitz sauber, mein Lieber. Aber das war doch nicht alles. Du kannst Geister mit dem Stromblitz blenden. Erst dann lassen sie sich absaugen. Verstanden? Dann los. Zeig diesen Rabauken, mit wem sie es zu tun haben. Das ist die falsche Tür, mein Freund. Hier sind keine Geister. Auch so ein Hund vielleicht. Hast nie mitgekriegt, ne? Ich dachte, du hast so eine super, ach so tolle Technik da. Der wie immer weiß, wo wir sind und was wir tun und was sonst noch so. Die Viecher, wenn man die einsaugt, bringen die gar nichts. Nur wenn man die blitzt, werden die zu Geld. Und wir haben unseren ersten Juwel-Dingens. Oh. Hello. Das mit dem Telefonieren ist übrigens nur am Anfang so nervig. Danach wird's besser. Was sehe ich denn da? Du sammelst Juwelen, mein Lieber. Das lobe ich mir. Jeder dieser Klunker ist ein Unikat und enorm wertvoll. Vergiss nur nicht, dass du neben den Juwelenjagd auch Aufgaben zu erfüllen hast. Du kannst halt eine kleine Ode später hier in Kitspeicher bewundern. Ganz umsonst. Ja, ist gut. So. Je mehr wir jetzt am Anfang entdeckten, umso mehr muss er uns erklären, aber umso weniger muss er uns später noch erklären. Das heißt, wir werden dann irgendwann an einem Punkt sein, wo wir alles wissen und das meiste können. Und nicht mehr voll gelabert werden vom Ollen. Toll, voll Idiot. So, hier draußen haben wir uns wieder nicht umgeguckt, nachdem wir unsere ganzen neuen Fähigkeiten erhalten haben. Und doch, das nehmen wir noch mit. Wie gesagt, vor allem jetzt hier am Anfang kenne ich mich noch sehr gut aus, weil ich den Anfang mehrfach gespielt habe. Den habe ich sogar schon mal aufgenommen vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so, habe ich mal einen 24-Stunden-Stream gemacht. Und dort habe ich auch angefangen, Luigi's Mansion 2 aufzunehmen und habe die komplette erste Villa aufgenommen. Problem war, so ungefähr 2 Stunden vor Ende des Streams ist mein Stream abgekackt. Das heißt, ich musste das Streamprogramm neu starten und die kompletten Aufnahmen des kompletten Streams waren weg. Ja. Ja gut, fand ich super. Das heißt, unter anderem auch Luigi's Mansion 2 war weg. Und deswegen kam dieses Let's Play so lange nicht. Eigentlich war es ja schon viel, viel früher geplant. Unter anderem habe ich dort auch Super Mario 3D World angefangen aufzunehmen. Und auch das kam ja bis heute nicht. Aber jetzt, wo die Nintendo Switch ins Haus oder vor der Haustür steht, werde ich auf jeden Fall versuchen, mir nach und nach ein paar 3DS-Games nachzuholen. Und da stehen so Sachen wie Super Mario 3D World oder Luigi's Mansion 2 halt ganz oben auf der Liste.
hier schon seit Ewigkeiten rumliegen, aber nie Let's Played wurden. So, wir haben jetzt eben den zweiten Juwel bekommen. Ich glaube, mehr kriegen wir aktuell noch nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also können wir jetzt mal da lang, wo wir auch wirklich lang sollen. Und der erste Part hat jetzt auch eine Länge erreicht, mit der man zufrieden sein kann. Also beenden wir hier auch mal das erste Kapitel. Ich denke mal, so das Grundlegendste habe ich erklärt für die Leute, die das Spiel wirklich nicht kennen sollten. Schämt euch, wenn ihr ein 3DS habt, dieses Spiel nicht, dann holt es euch auf jeden Fall meiner Meinung nach eines der besten 3DS-Spiele. Und der 3DS hat wirklich viele gute Spiele. Aber das hier ist für mich eins der besten. So. An der Tapete sieht man schon, dass das hier nicht ganz richtig ist. Das sieht schon besser aus. So, und wie geht's? Noch mehr geht's. Okay. Jetzt sollten wir aber genug haben. Jetzt können wir hier den guten Mann mal entblößen. Ganz nicht durch. Money, 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 money. Ja, gut. So, Goldbarren bringen 10, Geldscheine bringen 5 und Münzen bringen ein Geld. Und so gehen wir jetzt auf unsere erste Geisterjagd. Was wurde uns beigebracht? Blitzen und saugen. Wenn man mit A aufsaugt, bekommt man sogar noch ein paar Bonusmünzen. Ja, das waren die Standardgeister. Sobald der Raum geklärt ist, kann man ihn auch wieder verlassen. Man sieht immer daran, ob sich in einem Raum Geister befinden, sobald in diesem das Licht aus ist. Zumindest war es in Luigi's Mansion 1 schon so. Und auch in Luigi's Mansion 2 ist es meistens ein sehr gutes Zeichen darauf. War doch eben Rainer da, ist er doch. Na, warte. Hau bloß nicht ab. Die auf Geisterjagd abgeschlossen. Oh. Yellow. Famos gemacht, Luigi. Geradezu geistreich. Geistreich? Da fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Naja, es reicht auf jeden Fall fürs Erste. Ich hole dich in den Unterschlupf zurück. Unsere erste Geisterjagd ist erfolgreich beendet. Mission abgeschlossen. Wir haben relativ lange gebraucht, weil ich unfassbar viel angeschaut habe. Na, 15 Minuten. Okay, waren sehr viele Zwischensequenzen und so. Haben 6 Geister gefangen, kein Herz verloren und ja, 1138 im Reichtümer bekommen, was glaube ich den größten Rang war. 3 oder 4 Sterne das höchste, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, haben wir auf jeden Fall bekommen, kann man sich drüber freuen. Sehr schön. Wieder zurück unversehrt und alle Vox sind noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. So setzen wir den Tovo nun am Ende. Dann schauen wir mal, was du mit dem Schreck weg 015 so alles aufgesaugt hast. Neues Juwel gefunden. Und noch ein neues EW gefunden. Außerdem haben wir einen neuen Geist gefangen. Masse in Wunzen 3W. Wunzen ist, glaube ich, die Maßeinheit, in der Geister gewogen werden oder so. Auf jeden Fall haben wir 1168 von, nicht von 2000 Münzen, sondern bekommen. Und 2000 brauchen wir fürs nächste extra. So. Fabelhaft. Ich muss diese Geister sofort gründlich studieren.
möchte. Oh, yeah. Ist der Schlauch gerade eben entführt? Na, ganz einfach. Alles, was du sammelst, landet unten in meinem supersicheren Git-Speicher. Schau ruhig mal vorbei. Im Speicher findest du allerlei nützliche Informationen. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben. Überaus wichtig für den wissenschaftlichen Kanon. Zur Bestimmung ihrer Masse hilft ihr mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister geeicht ist. Die Igitsche Wichtelunze, kurz Wunze, wird auch schlicht W. famos. Hä? Oder auch schlicht W. Oder auch schlicht W. So, der Punkt ist Satzende. Famos, Luigi, nicht wahr? Die ganze Welt wird einfach das Gewicht von Geistern in Wunzen messen. Da bin ich mir ganz sicher. So, dann will ich die Gruselvilla bei Flux auf Paranormalitäten und dererlei Phänomene analysieren. Der Goomba soll mich holen, wenn der das Münsterbodenstück nicht dort irgendwo versteckt ist. Zahnräderjagd. Wir müssen die Finstermundstücke unbedingt finden. Die paranormalen Signale aus dem nördlichen Teil der Gruselvilla sind besonders stark. Dort werden wir weitermachen. Und zwar im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch morgen wieder ein, wenn wir vermutlich den 31. Oktober haben. Was bedeutet Halloween? Wir sind jetzt hier schon heute einen Tag vor Halloween. In der Nacht auf Halloween unterwegs. Und morgen haben wir Halloween. Und dann ist die Geisterjagd natürlich noch interessanter. Also bis dann und auf Wiedersehen.